Was geht ab, Freunde? Willkommen zu meinem neuen YouTube-Video und gleichzeitig auch zu einer neuen Reaction. Heute reagieren wir auf das Lied Mata Hari von Effendi. Sie tritt bei Eurovision Song Contest 2021 an, für das Land Aserbaidschan. Samstag ist ihr Finale von Eurovision Song Contest 2021 und vorgestern war ihr Halbfinale und wir schauen uns jetzt ihr Auftritt an. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir schon mal einen Daumen hoch. Ihr könnt mich noch kostenlos abonnieren. Dann fangen wir sofort an. Bin jetzt gespannt. There's no stopping me now. I'm a liar, playing the game of desire. Ain't gonna live no. Ich muss ganz kurz sagen, ihre Stimme ist so richtig kräftig, so wie die das Ganze betont. Also das finde ich schon mal ganz gut. Und die Klamotten, was sie anhaben, ist auch schon auffällig. Und sie gibt auch ein bisschen Ariana Grande Vibes, weil wegen den Haaren und so. Survivors, would you fall for me now? Just like Cleopatra. Ja, Mann. Ja, genau das, ohne Witz. Boah, das war geil, ohne Witz. Ich fand es richtig gut, dass es so ein bisschen abgegangen ist. Ich finde das auch richtig gut, dass die Zuschauer mitmachen, auch wenn die nicht für das Land sind zum Beispiel. Weil wenn die Zuschauer mitmachen, ist das Gefühl ganz anders. Also bis jetzt gefällt mir das sehr gut. Ganz ehrlich, ich finde auch dieses Hintergrund richtig gut und das passt einfach alles, meiner Meinung nach. Ja, jetzt muss sie abgehen. Boah, ich liebe die Stelle, ne? Boah, das sieht richtig gut aus. Wie geil, Alter! Ich finde das auch so gut, dass sie einen Tanz aus ihrer Kultur mit eingebunden hat. Und ich feiere das einfach, wenn die so schreit und so. Also es macht richtig Spaß zuzusehen. Also ich habe schon Eurovision Song Contest schon seit 2012 nicht mehr geguckt, weil seit 2012 Türkei nicht mehr dabei ist. Wir könnten zwar dabei sein, aber die wollen einfach nicht, weil die angeblich irgendwie die Punkte ungerecht verteilen. Und deshalb ist Türkei seit 2013 noch nicht mehr dabei. Aber Aserbaidschan ist schon immer dabei, glaube ich. Und die haben auch 2011 einmal gewonnen. Und ich bin wirklich gespannt, welchen Platz sie am Samstag erhält. Ja, Mann! Ich finde das so gut, ne? Ohne Witz. Die abgeht einfach. Wie krass das Ganze aussieht, auch das mit dem Auge und so. Und ich finde das richtig gut, was die am Ende gemacht hat mit dem Feuer. Also ich glaube, die hat eine gute Chance. Und die Zuschauer auch alle abgehen. Ich wollte nur mal gucken, was Matahari bedeutet. Matahari indonesisch, Sonne, wörtlich Auge des Tages. Sonne, wörtlich Auge des Tages. Warte mal. Wir gehen mal hier zurück, wo die abgeht. Weil ich glaube, die meint dieses Auge da am Ende. Sonne und dann Auge des Tages. Let's start a fire. Let's go. Ah ja, hier. Einfach die Sonne. Und dann wird das zum Auge, oder was? Krass.
Ja, hier sieht man auch dieses Auge dann. Ich finde es auch richtig gut, dass die Matahari die Bedeutung auch einbezogen hat, weil die Niederländer wissen ja mehr, was Matahari bedeutet, als wir hier zum Beispiel, denke ich mal. Weil das kommt ja auch aus dem Niederländischen. Also ich finde es richtig gut. Also wenn die Samstag nicht Top 3 ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Schreibt mir in die Kommentare, welcher euer Favorit ist. Dann würde ich sagen, das war's mit meinem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.